Und da bin ich wieder auf dem Weg zu Fern-Island waren wir gerade. Hoffe ich. Schon länger her. Und hier sind hässliche Zwillinge. Lass uns einen 2 gegen 2 im Marinekampf bestreiten. Was auch immer ein Marinekampf ist. Aber das wird sie uns sicherlich erklären. Geschwister Tino und Tina. Warum haben die denn so ähnliche Namen? Aber nicht die gleichen Pokémon. Ein bisschen schwach. Tina und Tino. Gut, sollte eigentlich reichen. Ich habe echt zu lange nicht mehr gespielt. Es tut mir leid. Aber das ist gut, dass man seine eigenen LPs nochmal anguckt. Dann weiß man nämlich, wo man nochmal war. Gut. Mensch. Also, dass Tinos Pokémon länger durchhält, hätte ich nicht erwartet. Ehrlich gesagt. Oh, du überraschst mich. Noch besser. Du bist allein. Wie, hast du etwa keinen Bock mehr auf deinen Bruder? Ich nehme den noch mit. Kein Problem. Ich bevorzuge das Meer gegenüber jedem Pool. Ja, ich allerdings auch. Und bei Süßwasserseen mir noch besser gefallen. Ich bin auf meine Schwester angewiesen, da ich den Boden nicht berühren kann. Ich wette, das kann sie auch nicht. Würde mich zumindest stark wundern. Ich meine, ich muss hier surfen. Sonst würde ich auch durchlatschen. Mit Gummistiefeln oder so. Schnauf, schnauf. Bin hier auf einmal vom Hafen auf Island 6 hergeschwommen. Hab ich das richtig gelesen? Das klang irgendwie komisch. Whatever, er ist geschwommen. Alex. Und seines Erachtens war zu viel geschwommen. Passt. Nein, kein Schutzschild. So, noch ein Shinnok. Cool, wir hatten Shinnok. Ich will auch ein Shinnok. Shinnok ist cooler als gut. Hätte ich mir vorher überlegen sollen. Schnauf, schnauf. Ja, der ist immer noch so kaputt. Ich bin erst bei der Hälfte. Ich wurde besiegt. Ja. Ich bin also erst bei der Hälfte. Oh, nö. So, hier ist ein Angler. Und ein Item. Zwar AP Plus. Ich habe kein Glück. Ein Kampf wäre ein willkommener Rhythmuswechsel. Rhythmuswechsel. Alles klar. Weil ein Angler auch so viel Rhythmus hat. Uland. Wer ist denn Uland? Nein, Baldorfisch. Tschüss. Ups. Was für ein Baldorfisch. Finde ich nicht so toll. Nicht sehr effektiv. So. Nein, überhaupt kein Glück. Das würde ich auch so sehen. Ich kann nicht nach Hause, ohne etwas gefangen zu haben. Wahrscheinlich ist... Das ist einer der Angler, der seiner Frau versprochen hat, ich bring was Tolles nach Hause. Du musst dich nicht ums Essen kümmern. Ja, am Arsch. Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Hier gibt es keine seltenen Pokémon. Nicht eines. Das ärgert mich, Kitty. Daher kämpfe ich jetzt mit dir. Hier gibt es keine seltenen Pokémon, deshalb kämpfe ich jetzt mit dir. Das ist eine Logik, die hat auch nur Rocket Rüffel. Kürzen wir das mal ein bisschen ab, weil so stark sind die jetzt auch nicht und so interessant sind die auch nicht mehr, seitdem wir ungefähr tausende davon besiegt haben. Zumindest gefühlt. Was setzt er ein? Ach so. Radika. Hätte ja auch mal ein Arbok sein können? Nee. Radika. Hä? Ja, das ist eine gute Reaktion. Hä? Hast du ein seltenes Pokémon gesehen? Sag es mir! Ja, ein paar. Aber das verrate ich dir nicht. Sag mir lieber das Passwort. Das braucht man nämlich immer noch. Wandelhöhle. Oh nö. Da habe ich auch keine Ahnung. Super. Nix. Höhle.
Den Höhlen sind immer schlecht. So viele Viecher. Die besiegen jetzt nicht alle, die sind auf Level 8. Oh, nichts. Gut, alle guten Dinge sind 3. Nehmen wir jetzt den dritten Weg. Das ist immer der richtige, immer der letzte. Oh, weia. Das könnte... Wie jetzt? Nix. Gar nichts? Ja, also wie ihr hier seht, ist das die Wandelhöhle, die absolut nichts Interessantes beherbergt. Ich werde, glaube ich, in die Videobeschreibung schreiben, was da Interessantes ist, nachdem ich es herausgefunden habe. Whatever. Fliegen wir also, fliegen wir mit einem besiegten Pokémon wieder nach... So. Und dann waren wir schon auf die letzte Insel, Island 7, schätze ich. Sieben! Island 7. Die Abenteuerinsel der Unendlichkeit. Abenteuerinsel klingt gut. Wehe, ihr enttäuscht mich. Die Natur dieser Insel bleibt nahezu unangetastet. Daher könnte das Wandern hier schwierig sein. Ich will auch gar nicht wandern, aber ich muss wahrscheinlich. Diese Eilande werden Sivi Island genannt, weil 7 sind. Das glauben zumindest die jungen Leute. Die Wahrheit ist, dass die Eilande so heißen, weil sie in 7 Tagen geschaffen wurden. Die Sivi Island sind also die Welt. Sie wurden in 7 Tagen geschaffen. Gut, gut. Wenn du selbstbewusst bist, solltest du im Trainerturm vorbeischauen. Trainerturm? Auf dieser Insel geschehen unterschiedliche Ereignisse, abhängig von den Verbindungen. Was diese Verbindungen sind, ja, das frage ich mich wirklich. Das musst du alleine herausfinden. Dankeschön. Bist du auf einer Seesprungfähre hergekommen? Ja, mit der 5. Es gibt mindestens 10 von diesen Hochgeschwindigkeitsbooten. Ich weiß nicht, wo sie alle abgeblieben sind. Gut, ich auch nicht. Bin noch nie mit allen gefahren. Pokémon Journal. Sonderreportage Agathe von den Top 4. In ihrer Jugend war Agathe eine Rivalin von Professor Eich und hat mit ihm um die Vorherrschaft als Trainer gekämpft. Ich glaube, Agathe hatte mehr Glück, denn sie ist in der Top 4 und Professor Eich ist als dämlicher Forscher zurückgeblieben. Tja, passiert, ne? Guten Tag, Leute. Gut, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich kann die Ruinen nun erforschen. Ruinen? Pokémon haben genau die, wie Menschen ihre eigene Persönlichkeit. Mein Pikachu hat ein hastiges Wesen. Also es ist ein schnelles Pokémon. Aha. Ich muss auf Island 7 angeln. Und dann ist mein Angelausflug nach Seville Island abgeschlossen. Zunächst sollte ich aber meinen Vorrat an Pokébällen aufstocken. Ich rate dir den Hyperbälle. Wahrscheinlich hat er dann 3 Kappadoren versucht, damit andere Pokémon zu schwächen. Sehr intelligent. Hallo Frau. Ich stelle momentan nichts mehr dar, aber als ich jünger war, ich bin überall hingeflogen und habe jeden Trainer herausgefordert. Warum? Jetzt besteht meine einzige Lebensfreude darin, mich an die Vergangenheit zu erinnern und Kämpfe zu beobachten. Toll. Kämpfe beobachten. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als Kämpfe zu beobachten. Hier ist eigentlich alles verdeckt. Ich sehe da ein blaues Lüftchen. Ja, ich will dahinter. Ob man das wohl irgendwann kann? Ich weiß es nicht. Trainerturm. Ups. Irgendwo auf dieser Insel schlafen besondere Pokémon. Irgendwo. Sag mir wo. Wahrscheinlich auf Süden, weil Norden ist Trainerturm. Nicht wahr, Raoul? Und ein Dramato, kennen wir schon. Nicht ganz so spannend. Aber die Trainer sind besser. Hypno, kennen wir auch. So. Was für ein Trainer. Ja, deshalb bin ich hier. Irgendwo auf dieser Insel schlafen besondere Pokémon. Kann es sein, dass wir auf dich warten? Bestimmt. Trainerturm voraus. Wow.
Ich spürte, dass du kommst. Noch ein Psycho. Er spürte meine Anwesenheit. Dario. Alles klar. Gib auf. Nein, ich werde nicht aufgeben, weil ich habe dich gerade besiegt. Ich sage dir voraus, dass du viele andere Leute triffst. Ich sehe, dass du durch eine merkwürdige Kraft mit ihnen verbunden bist. Ich will nicht mit irgendwelchen Leuten verbunden sein. Trainerturm. Eingang des Trainerturms. Fordere andere Trainer heraus. Nichts lieber als das. Ich möchte herausfinden, wie gut ich bin. Ich bin gespannt, welche Trainer auf mich warten. Es ist nervenaufreibend. Treibend. Whatever. Schnau. Kämpfen macht mir nichts aus, aber diese Treppen, die sind härter als jeder Kampf. Ja, ich möchte mich bitte nochmal von Schwester Joy behandeln lassen, obwohl ich absolut nicht muss. Hallo. Oh, die verkauft Sachen. Cool. So, erklär mir erstmal, worum es hier geht. Der Trainerturm muss sich Trainer von nah und fern versammeln. Bis zum 8. Stock erwarten Trainer deine Herausforderung. Möchtest du wartende Trainer herausfordern? Nein, ich möchte Informationen. Hier im Trainerturm gibt es unter anderem den Bestzeitmodus. Es wird gestoppt, wie lange du von der Rezeption zum Eigentümer auf dem Dach brauchst. Die besten Zeiten werden an einer Rekordtafel präsentiert. Tritt gegen Freunde an, um zu sehen, wer der Schnellste ist. Hier gibt es keine Erfahrungspunkte oder Geld zu gewinnen. Nee, den will ich auch nicht. Also hier ist der Trainerturm, hier kann man gegen 8 Leute hintereinander kämpfen und dann kann man sich freuen, dass man gewonnen hat. Spannend. Gehen wir also doch lieber gegen Süden. Nee, wenn der Controller funktionieren würde. Hallo. Nicht viele Leute kommen hier raus. Ich bin überzeugt, dass mich mein Training hier immer stärker werden lässt. Jawohl, immer stärker. Möchtest du eine solche Attacke lernen? Sehr schwer Tanz. Nö. Nun, das ist auch gut. Mhm. Schluchteingang. Hallo. Ich besiege dich mit links. Aroma Insel. Mhm. Und dann so komische Worte wie. Naja. Und noch ein Bluebella. Immer hübsche Pflanzen-Pokémon, die nach nichts duften. Blättertanz, nicht sehr effektiv. Zu stark für mich. Ja, zu stark für so ziemlich jeden hier. Wie war das? Ich handle nicht nach meinem Aussehen. Das ist ein Teil meiner Strategie. Ja, das habe ich in etwas wirklich so gesagt. Egal. Bevor ich hier weitermache, mache ich mal einen Cut, weil ich weiß nicht, was hier noch auf uns lauert. Vielleicht über Seasatz. Wäre schlimm. Also wir sehen uns dann zum nächsten Teil, wenn ich irgendwas hier besichtige, was uns hier erwarten wird. Also bis dann.